Ja, ganz andere Frage. Glaubt ihr an Aliens? Ja, ne? Ich meine, spätestens seit E.T. und Alf wissen wir, dass es sie gibt. Es sind aber nicht die kleinen grünen Männchen, nee. Bei weitem nicht. Sie sind blau. Grüße. Willkommen. Ei, Gude! Du sprichst unsere Sprache? Das ist Arsi, doch anscheinend deutlich schlüssiger als du, gell? Ja. Ich hatte nur noch diese Schwierigkeiten mit den Littenlauten. Mit den was bitte? Mit den Littenlauten. Sag mal Lippenlauten. Arschgeige? Warum kannst denn du kein P sprechen? Na, weil du so ein schlechter Tauchredner bist. Und du bist ein Alien, oder? Ich? No. Ja, wie jetzt? Na, du Idiot. Natürlich bin ich ein Alien, hä? Wer soll ich denn sonst sein, hä? Die Doppelgängerin von der Helene Fischer? Non. Na, du scheinst ja nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen zu sein. Das ist hoffentlich nicht euer Anführer. Nein. Unser Anführer ist noch eine Frau. Die Trude Dresch? Nein. Die Angela. Oh, in kurz muss ich den Gag irgendwie umschreiben. Ja, na gut. Hör mal. Ja? Wo kommst du eigentlich her? Oh. Vom dunkelsten und schrecklichsten Ort in der ganzen Galaxis. Wow. Und wie heißt der Planet? Offendach. Hast du mal daran gedacht, dass hier Offenbacher sein könnten? Dürfen die raus um die Uhrzeit? Sind hier Offenbacher? Oh. Es gibt auch schöne Ecken in Offenbach. Ja, das Ortsschild nach Frankfurt. Ja, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Na gut. Hör mal, aber jetzt mal ernsthaft, wo kommst du wirklich her? Na, vom Planet der Socken. Bitte? Vom Planet der Socken. Hä? Socken, S-O-G-G-N, Socken. Ach, du meinst Socken wie Strümpfe? Ja, sag ich doch. Hä? Sag mal, wieso heißt dein Planet Socken? Naja, das ist so. Hast du dich oder habt ihr euch noch nie gefragt, wieso nach einer Wäsche immer eine einzelne Socke fehlt? Gell? Ja, kenne sie, ne? Ja, und was hat es jetzt mit dem Planeten zu tun? Also, das ist jetzt so. Wir machen jetzt nur diese Sendung nicht hinaus. Jede Waschmaschine, gell, öffnet dein exakt 1160 Umdrehungen, ein kleines intergalaktisches Wurmloch zu unserem Planeten. Moment, und du meinst, dadurch verschwindet meine Socke? Na, der Unterhose geht nicht durch, also ja. Hör mal, das, so groß ist die auch nicht. Ich sage nur so, auf seiner Unterhose, ne, steht nicht Calvin Klein. Da steht Zirkus Krone. Da lacht ihr, ne? Ja. Aber hör mal, das müssen verdammt viele Socken auf deinem Planeten sein, oder? Ja, wir haben ja auch verdammt viele Füße, gell? Echt? Ja, ich sehe es hier. Eins, zwei, da noch einer, da und der. Und die fühlt sich gut an. Dann noch einer. Und das sind, könnt ihr das sehen? Da sind Noppen dran. Du brauchst gar keine Rutschesocken, oder?
Hast du gerade über deinen eigenen Witz gelacht? Ist gut. Ja. Und jetzt, was uns natürlich alle brennend interessiert, ne? So ein Außerirdischer, wie pflanzt der sich eigentlich fort? Das sind nicht alles Füße da unten. Na Jungs, neidisch. Meine Damen, es ist genug für alle da. Es ist gut jetzt, das tut ja nicht gut, hier aufzutreten. Okay. Sondern das hast du nur dein Gesicht. Was? Na, dein Gesicht. Was? Achso, das ist mein Mikrofon. Aha. Und wieso hat ich keins? Das ist eine Bauchrednernummer, ich bin Bauchredner. Sag nur das. Was soll ich jetzt sagen? Du hast deinen Unterricht. Ja, natürlich. Ich meine, klar, wenn ich rede, bewege ich meinen Mund. Ja? Wenn du redest, dann rede ich, ohne den Mund zu bewegen. Und wenn ich rede, verstehst du? Hörst du dir eigentlich zu? Wollt ihr ein Lied hören? Die haben alle ja gesagt. Also komm, Mama. Also gut, der geht so. Also der kleine Junge, gell, der kommt nach der Schule nach Hause und sieht zu seiner Mutter. Also der Junge, gell, der kommt von der Schule nach Hause und sieht zu seiner Mutter. Sag mal, was ist denn los? Ich hab Durst. Na, dann trink doch hinterher gefälligst. Ja, ist ja gut. Jetzt mach. Na gut, also, der Junge kommt zu der Schule nach Hause und wenn du jetzt was trinkst. Ist gut, ich stell's weg, okay? Ja. Okay. Kannst du bitte die Nase aus meinem Gesicht nehmen? Bist du Tierarzt? Nein. Dann nimm gefälligst die Hand aus meinen Hintern. Also, der Junge, gell, der kommt von der Schule nach Hause und sagt zu seiner Mutter, hier, wir Jungs in der Klasse, gell, wir haben heute unseren Lulu nanzerglichen. Und ich hatte den längsten. Und dann sagt die Mutter, Jürgen, das muss so sein. Du bist ja der Klassenlehrer. So. Hör mal, letzte Frage. So, hast du auch irgendwelche Alien-Superkräfte? Ich meine, so Laserstrahlen aus den Augen, ne? So. Laserstrahlen aus der Aachen. Mit denen Aachen, ha? Na, die haben sie als Kind auch die Schaukel zu nah an die Wand gestellt, gell? Vorne und hinne. Aber irgendwas musst du doch können. Ich kann fliegen. Echt? Wie weit? Na, wie weit kannst du nicht schneißen? Und er steht dich. Aber irgendwas kannst du doch bestimmt, oder? Ich kann dich, ja doch, ich kann dich hypnotisieren. Bitte? Ich kann dich hypnotisieren. Nee. Doch? Ist es gefährlich? Nein. Jetzt hier? Ja. Quatsch. Doch. Okay, und was muss ich jetzt machen? Also gar nichts. Also du, pass auf, du entstandst dich jetzt, gell? Ich zähle rückwärts von drei und dann schläfst du. Dann hatte ich dich hypnotisiert. Das geht, hier auf der Bühne, ja? Okay, dann gut. Was muss ich machen? Nix. Ich streuche auch dann noch so diese Antiende, ne, für die Hypnose. Genau. Okay, entstand ich. Drei. Du bist ganz ruhig und entspannt. Ja. Zwei. Schließe deine Augen. Ja. Eins.
Du rührst immer nieder und nieder. Null, du schläfst.